West-Berlin war eine Insel in Europa, welche jahrzehntelang die Möglichkeit hatte, besondere Entwicklungen auf dem Gebiet des Rundfunks und der Funkdienste hervorzubringen. Ob zivile oder militärische Nutzung, es gibt noch heute Folgeeinrichtungen, welche von dieser Entwicklung partizipieren, wie zum Beispiel der Nachfolger des SFB, der RBB oder der Nachfolger vom RIAS, Deutschlandfunk Kultur. Die BBC, die British Broadcasting Corporation, die VOA, The Voice of America oder RA, Radio Australia, als Auslandsdienst der Australian Broadcasting Corporation versorgten West-Berlin via Kurzwelle mit mehrsprachigen 24-Stunden-Programmen. In Reinickendorf bin ich geboren und aufgewachsen, habe in Berlin-Charlottenburg und in Berlin-Spandau gelebt und bin Zeitzeuge einer 60-jährigen Funkepoche. Als aktiver Senior engagiere ich mich in der australischen Mediengemeinschaft Radio Oberlausitz International, um künftigen Generationen etwas zu bewahren, was bereits in Vergessenheit gerät. Besonders geprägt hat mich die Zeit als amerikanische, französische und britische Besatzungskräfte in West-Berlin patrouillierten. Ich bin heute noch im Besitz originaler Ärmelabzeichen der Berlin-Brigaden und originalen Filmaufnahmen aus meiner West-Berliner Heimat. Wir haben in West-Berlin gern den RIAS gehört, ob in der Küche oder im Wohnzimmer. Unser Fernsehprogramm war der SFB, der Sender Freies Berlin. Unzählige Auszüge aus dem Radio- und Fernsehprogramm aus dieser Zeit werden mittlerweile im Radioprogramm 100 Jahre Rundfunk zur Erinnerung gesendet. Meine ersten Rundfunkgeräte waren Röhrenradios von Telefunken und Siemens. Heute noch besitze ich ein solches Röhrenradio und erkläre der jüngeren Generation viel aus dieser interessanten Zeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir als Jugendliche die Röhrenradios auf OKW so weit verstimmt hatten, dass wir besondere Funkdienste aus Berlin empfangen konnten. Besonders freut es mich, auch ehemalige Mitarbeiter von Radio Australien in Shepparton für dieses Buch gewonnen zu haben, da Australien den alliierten Rundfunk in Europa aktiv unterstützte. Mit diesem Buch gebe ich allen Lesern Einblicke in West-Berliner Funkwelten, wie es in der aktuellen Literatur nicht auffindbar ist. Einige besondere Unternehmer des Berliner Funkwesens haben in diesem Buch ebenfalls einen Platz gefunden, da ohne Graf Arco, ohne Paul Nipkow und ohne Albert Einstein der West-Berliner Rundfunk und Funkdienste nicht entstanden wären. Viel Vergnügen und eine gute Unterhaltung wünscht Ihr René Detlef Uwe Schulze.